Es sind die härtesten 400 Meter der Welt, denn sie verlangen einem alles ab. Gelaufen wird im Einzel-, Staffel- und Mixed-Bewerb. 1800 Athleten aus 40 Nationen wollen es wissen. Und sie kommen nach Bischofshofen, um die Paul-Außerleitner-Schanze zu bezwingen. Und trotz strömenden Regens mit ihnen ungefähr 5000 Besucher. Das Besondere an diesem Rennen, es ist die Weltmeisterschaft. Der Termin in Bischofshofen ist eigentlich der Termin, der jedes Jahr am letzten Augustwochenende ist. Und die Weltmeisterschaften sind in jedem Jahr woanders. Und es kann einmal ein bisschen früher im Jahr sein, einmal ein bisschen später. Es gibt auch heuer noch 4 Rennen nach der WM. Mit anderen Worten, die oder der Sieger in Bischofshofen wird auch Weltmeister oder Weltmeisterin. Ja, der muss eine unheimliche Ausdauer haben, trotzdem eine gewisse Schnelligkeit. Er muss physisch und psychisch vor allem extrem stark sein und den inneren Schweinehund einfach überwinden können. Und dann ist man irgendwie theoretisch der Sieger. Ja, ist natürlich eine super Sache, wenn im Sommer da bei uns auf der Schanze auch nicht nur dass 20 Nationen trainieren bei uns, sondern dass wir auch versuchen, von unten nach oben aufzulaufen. Die Besucher müssen natürlich auch verköstigt werden und dafür zeichnen sich Bischofshofener Vereine verantwortlich. Ja, der Vorteil von den Vereinen ist einfach, dass wir jedes Jahr eigentlich jeder Verein Feste organisiert und dass wir da schon sehr erprobt sind. Und was wir natürlich können, ist, wir können die Leute zur Verfügung stellen und die arbeiten auch wirklich gescheit. Und für uns ist es natürlich auch super, wenn man einen Kontakt zu den anderen Vereinen hat und dass man nicht nur allein ist, der große Skiclub Bischofshofen darstellt, sondern auch die anderen im Ort mitleben lässt. Wie anspruchsvoll und kräfteraubend diese 400 Meter sind, sieht man im Ziel. Um 20 Uhr dann die Finalläufe. Jetzt geht's um alles, denn es winkt der Weltmeistertitel. Bei den Damen kann sich die mehrfache österreichische Berglauf-Weltmeisterin Andrea Meyer durchsetzen und holt sich den Titel. Ihr kommt natürlich ihre Erfahrung zugute. Ja, man muss es auch ganz gut einteilen. Also ich habe das auch bei den Vorläufern, auch bei den Männern immer wieder geschaut. Also manche sprinten dermaßen schnell weg und sind die ersten 100, vielleicht sogar noch 150 Meter ganz weit vorn und gehen dann aber richtig ein. Und wenn man da mal richtig eingeht auf dem Steilen, ja, dann fängt man sie leider nicht mehr, ja. Der kritische Punkt liegt ungefähr beim halben Rennen. Ja, das Steilste, das ist irgendwie so kurz von 200er fängt es an und es geht über, ein bisschen über den 200er noch drüber. Ja. Also da fängt es an, sich ein bisschen zum Ziehen und da ist, glaube ich, auch wirklich das steilste Stück. Ja. Heute war es halt noch zusätzlich speziell, weil es halt rutschig war und man zusätzlich noch darauf achten hat müssen, dass man nicht rutscht. Nicht gerutscht ist auch der Norweger Erik Resell und sorgt bei den Herren für einen Überraschungssieg. Ich kann es noch gar nicht glauben. Es war ein Top-Lauf und es ist für mich wichtig, hier gewonnen zu haben. Die letzten Meter sind wirklich sehr hart und die Beine schmerzen, aber jetzt bin ich relaxed. Und wer dieses Jahr nicht dabei war, dem sei gesagt, Red Bull 400 wird es mindestens noch 5 Jahre geben. Wenn es nicht schon ist, wirklich die größte Sommersportveranstaltung im Bundesland Salzburg werden. Im Winter mit der Vierschanzenallee haben wir's. Und das Ziel auch im Sommer. Bischofshofen soll die Sportstadt nicht nur am Papier sein, sondern auch wirklich in der Praxis gelebt werden.